Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe zum Euro Truck Simulator 2. Ja, in der letzten Ausgabe, wie sage ich es jetzt am besten, habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich bin an der Häuserwand hängen geblieben, so 2 bis 3 Unfälle gebaut. Ich glaube, eine rote Ampel habe ich auch überfahren. Also, aber ich nehme einfach mal den nächsten Auftrag an. Offensichtlich kann ich mich jetzt hier nur... Achso, ich habe ja keinen eigenen LKW. Alles klar. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen, kein großes Aufheben, alles ist vorbereitet. Such deinen Auftrag aus und schwing dich hinter das Lenkrad. Das klingt sehr gut. Ja, jetzt bin ich in Mannheim. Und was will ich denn jetzt transportieren? Na, am liebsten irgendwas, wo ich einen Berg voll Asche bekomme. Zum Beispiel hier nach Köln. Wie weit muss ich da fahren? Das sind 238 Kilometer und das sind 239. Na super. Aber es geht schneller. Halbe Stunde. Naja. Ich nehme halt das, wo ich am meisten Geld für kriege, oder? Na komm. Warum auch nicht? Das schaue ich mir doch mal an. Nach Köln. Da jetzt auch bald Fasching. Kann man ruhig mal nach Köln fahren. Ah, ein Iveco. Kaum rede ich davon, schon sitze ich drin. Jetzt Moment mal, jetzt kann man sich doch auch von außen angucken. Ja, toll. Super. Das ist ein Strahles. Ein Iveco Strahles. Vorhin habe ich noch davon erzählt. Truck of the Year 2013. Aha. Transinet. Na super. Ja, dann M wie Motor anlassen und W wie Gas geben. So. Blinken. Und Abmarsch. So, sehr schön. Und dann haue ich mir den Tempomat rein. Und versuche herauszufinden, wo ich ablesen kann, welche Geschwindigkeit ich eingestellt habe. Das ist hier nämlich echt schwierig zu erkennen, finde ich. Ah, jetzt. Okay, ich muss hier ganz kurz mal auf mein Display gucken und herausfinden, wo denn jetzt hier die Tempomatgeschwindigkeit angezeigt wird. Aber ich hab's drauf. Ich weiß jetzt wo. Links oben. Da wo jetzt die 0 steht. So. Erstmal Gas geben. Und dann. Wahrscheinlich bei über 30 km/h kann ich den Tempomaten, ja genau, kann ich ihn aktivieren. Und jetzt habe ich ihn auf 50 km/h eingestellt und brettere los mit meinem Treppen, Betontreppen, die ich da irgendwo hinbringen soll, nach Köln. So. Ja, sehr gut. Das sieht wirklich interessant aus. Wirklich sehr schön. Ach so, es ist sehr naturbelassen hier so in Mannheim. Was ist jetzt mit dem da vorne los? Warum bremst jetzt der? Ich werde hier leicht nervös. Ich muss auch rechts abbiegen. Stelle ich gerade fest. Richtung Köln. Steht ja auch dran. Der fährt einfach mal drüber, guckt nicht links, nicht rechts. Dabei kommt da drüben was. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Sehr clever. So, da hänge ich mich dran. Der scheint zu wissen, wo es lang geht. Ich muss unbedingt auch den Landwirtschaftssimulator 2019 antesten. Der ist ja seit gestern kostenlos. Und jetzt, während ich die Heuballen da drüben sehe, ja, erinnere ich mich nochmal dran. Und denke mir so, oh, der
Der Landwirtschaftssimulator. Das nächste höchst entspannende Spiel. Ja. Ja, ihr seht schon, es wird total chillig die nächsten Wochen hier auf dem Spielemagazin-YouTube-Channel. Dementsprechend, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Chillout, dann könnt ihr dranbleiben. Abonnieren bitte, würde mich wahnsinnig freuen. Um ehrlich zu sein, ich freue mich tatsächlich. Also es ist jetzt nicht nur so leeres Gelaber oder so, sondern ich gucke jeden Tag rein, wie es denn so läuft. Also ob die Leute das cool finden, was ich mache oder eben nicht. Ich mache das ja jetzt erst seit ganz kurzer Zeit, seit etwa Anfang Januar, ich glaube so um den 5. herum habe ich angefangen. Und ja, mir macht es natürlich Spaß. Ich mache das hauptsächlich nur, um einfach die Spiele, die ich halt gerne zocke, so ein bisschen festzuhalten. Und ganz nebenbei dachte ich mir, hey, warum eigentlich nicht? Könntest du auch ein paar so Let's Plays machen. Und jetzt aber so langsam entsteht bei mir eine gewisse Routine. Ich habe schon über 30 Folgen von The Forest aufgenommen. Und bei Subnautica bin ich auch schon über 20. Und jetzt kommt mir der Euro Truck Simulator noch wunderschön rein. Und hier und da habe ich noch so ein paar kostenlose Spiele vorgestellt und so. Also alles in allem habe ich jetzt dann schon ein bisschen was gemacht. Und jetzt natürlich, jetzt gucke ich so, wie die Resonanzen sind. Und klar, ich freue mich natürlich über jeden Like, den jemand da lässt. Aber auch bei den Dislikes bin ich dann natürlich auch ein bisschen gedisst. Ja, das gehört halt auch dazu. Nicht so massiv, klar. Hey, so ist halt. Der eine mag halt mein Gelaber und der nächste einfach nicht. Aber auf jeden Fall, ich würde mich echt freuen. Also wenn ihr ein, zwei Likes da lassen könntet, das fände ich schon nett. Ihr macht mir damit eine Freude. Und Abos natürlich sowieso. Das wäre noch geiler. Ich muss auch sagen, auf dem Channel, da hat sich in den letzten Tagen, was Abos angeht, durchaus ein bisschen was getan. Jetzt nicht, ich bin jetzt hier nicht der Kronk, ja. Aber hey, schon so ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamen schon dazu. Und das fand ich halt echt toll. Ich habe mich einfach gefreut. Ich glaube, gerade weil ich so am Anfang bin und einfach nur ausprobiere, mich selbst und Iveco Trucks und überhaupt alles, finde ich es halt einfach geil. Ich muss selber schmunzeln, wenn ich dann sehe, dass halt jemand irgendwie meine Videos kommentiert und so. Also kurzum, das reicht jetzt auch. Ich höre mich hier an. Jetzt würde ich hier betteln um Likes. Also auf jeden Fall, ich würde mich freuen. So, genug. Schluss, aus, Ende. Ja, jetzt schauen wir mal. Wie weit, wo sind wir? Wo müssen wir hin? 3 Stunden 30 muss ich noch düsen. Und ich muss sagen, ich habe mir ja den Tempomaten, also die Rauf-Runter-Geschwindigkeit, habe ich mir auf die rechte und die linke Maustaste gelegt und das ist echt cool, das funktioniert ganz gut. Damit bin ich echt zufrieden. Probiere ich jetzt so zum ersten Mal, habe sie tatsächlich alternativ auch noch auf die Plus- und Minus-Taste beim Keypad gelegt, aber so mit der Maus ist er noch geiler. Ist echt gut. Ja, was könnte ich euch erzählen? Ich finde es hier wirklich schön so. Wir düsen hier so durch die Gegend und sieht schon gut gemacht aus. Echt nicht schlecht. Bin begeistert. Viel Polizei ist unterwegs. Gerade eben war doch schon ein Cop, der an mir vorbeigefahren ist und jetzt hier nochmal einer. Ja. Die Hüter von Recht und Ordnung müssen auch gucken, dass hier kein LKW-Fahrer plötzlich ausschert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Der Januar ist ja quasi rum, ja. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 31. Also so gut wie vorbei. Was mich natürlich unweigerlich zum Thema Brexit bringt. Weil ich aber jetzt keinen Bock habe, hier eine Stunde über den Brexit zu sprechen, sage ich nur so viel. Ich habe die Briten nicht so ganz verstanden. Klar, okay, die wollen raus aus der Europäischen Union, ja. Aber mit welcher Vehemenz? Und ich frage mich halt auch ehrlicherweise, zu welchem Vorteil? Also ich bin ja echt gespannt, ob wir in ein paar Jahren da über den
über den Kanal blicken und dann sagen, die Briten, die haben es richtig gemacht. Oh, ich könnte tanken. Oh, das muss ich machen. Das muss ich machen. Oh. Was? Ich muss den Motor abstellen und dann die Eingabe drücken. Ja, das kann ich machen. Ja, dann tanke ich halt mal zwischendrin. So, zap, zap. Bei Gob. Ich habe bei Gob getankt. Kenne ich nicht. Mein LKW sieht immer noch... Also jeder LKW, den ich hier fahre, sieht aus wie geleckt. Ehrlich. Okay, Motor wieder an. Fahren. Kraftstoffkosten werden durch den Arbeitgeber gedeckt. Perfekt. So, Tempomat und zack, 50 km/h. Einwandfrei. Ja, also auf jeden Fall bin ich echt gespannt wegen dem Brexit. Also das ist wirklich so eine Sache, da habe ich noch nicht so ganz... Ja, klar, die wollen unabhängig sein und die versprechen sich da ihre Vorteile. All das respektiere ich. Und dann sind es natürlich auch Insulaner. Oh, da ist der Landwirtschaftssimulator. Das sind natürlich Insulaner. Die wollen natürlich auch ein Stück weit unabhängig sein. Das verstehe ich ja auch. Aber, ey... Und überhaupt diese über Jahre gefühlt, also, aber es waren ja auch wirklich Jahre, haben die da drüben diskutiert und gemacht und verhandelt und dann Premierminister ausgetauscht und. Und jetzt, ganz, und das kam für mich jetzt ehrlicherweise schon fast plötzlich hieß es ja Ende Januar raus. Okay, alles klar, da habe ich mir noch gedacht, okay, also doch harter Brexit. Und jetzt habe ich aber verstanden, nee, ganz so hart ist dann auch nicht, denn jetzt wird erstmal noch verhandelt bis Ende des Jahres und dabei sind es unheimlich viele Experten, die scheinbar, also ich gebe das jetzt nur so weiter, was ich so gehört habe, aber scheinbar sagen die Experten, ja, das reicht eh nicht die Zeit. Das wird natürlich dann auch spannend und ich will jetzt ehrlicherweise auch kein so Chefunterhändler sein, der versucht jetzt da, stellt euch das mal vor, ihr müsst da zu so einer Verhandlung und müsst jetzt da einer britischen Delegation mit der verhandeln über, keine Ahnung, offene Transportwege und Steuerbefreiungen und sonst irgendwas. Das ist doch total, also ehrlich, das ist ein Job, den will ich nicht haben. Vor allem, wenn du bis Ende des Jahres Ergebnisse vorliefern sollst und du eigentlich schon weißt, ist nicht zu schaffen. Finde ich schwierig. Keine Ahnung. Ich habe das ganze Thema offensichtlich nicht ganz durchschaut. Aber ich wünsche den Briten natürlich nur das Beste und allen Europäern, also Resteuropäern, auch. So. So viel zum Thema Brexit für heute. Wobei ich ja schon ehrlicherweise gespannt bin, wie der Premierminister... der Boris Johnson, wie der heute den Abend verbringt. Ich habe gehört, es soll jetzt kein rauschendes Fest geben und seine Rede hätte er voraufgezeichnet, also es ist nicht mal live. Aber ich könnte mir vorstellen, dass abseits aller Kameras, ne? Ihr wisst schon. Aber gut, das ist ein völlig anderes Thema und auch das werden wir wohl hauptwahrscheinlich nicht erfahren. Also noch nicht. Vielleicht irgendwann. Mal sehen. Ja, ansonsten vielleicht aus meinem kleinen Universum. Spielemagazin.de ist ja auch noch so ein Thema. Habe ich ja in einem anderen Video, ich glaube bei The Forest war es, ich weiß nicht, Episode 5, 6 oder sowas um den Dreh, habe ich ja ein bisschen erzählt, wo das Spielemagazin herkommt und wo ich damit eigentlich hin will. Und jetzt im Januar hätte ich natürlich mich hinsetzen können und wunderbar programmieren. Und ich sag, wie es ist, ich kam zu nichts. Ich hab sehr gerne gezockt und hier diese Let's Play-Videos gemacht. Darauf hatte ich auch echt Bock und hab das auch. Bin ja auch gut vorwärts gekommen. So. Aber programmiert habe ich praktisch nichts.
habe ein bisschen Grafiken entworfen und so. Das sind die, die ja letzten Endes überall zum Einsatz kamen jetzt, so auf Twitter und bei Facebook und sonst wo. Das schon, aber jetzt programmiert habe ich leider noch nichts. Irgendwie hat mir da die Muse gefehlt. Gut, ich hatte mir ja vorgenommen, bis Ende des Jahres würde ich gern wieder online sein. Ein Zwölftel des Jahres ist rum. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber wie es halt so ist. Ich hoffe, dass ich Ende Februar mehr berichten kann. Also, oder vielleicht auch einfach mal was zeigen kann. Das wäre ja auch schon ganz gut. Aber gut, ja. Es rennt ja jetzt alles nicht davon. Wir werden schon sehen, wie das so weitergeht. So, noch 48 Minuten. Da bin ich da. Dann kann ich meine Betonfertigtreppen abliefern. Ich bin erstaunt, wie mich diese ganzen Fahrzeuge hier alle in der Kurve überholen. Scheißegal, ob da was kommt oder nicht. Aber auf jeden Fall erstmal überholen. Und es passiert auch ehrlicherweise nie was. Also vom Gegenverkehr kommt dann auch nie was. Naja. So sieht's aus. Oh, seit längerem mal wieder eine Ampel. Das verspricht eine wirklich aufregende Episode zu werden. Das habe ich schon gesehen. Das mit dem, ach so, ich muss auch noch abbiegen. Das auch noch. Boah, das artet ja voll den Stress aus, das Spiel. So. Gucken wir mal. Der Spiegel ist halt auch riesig. So. Ich habe es geschafft. Unfallfrei. Das ist jetzt ehrlicherweise schon fast eine Premiere. Also für mich. Oh, ich bin ja viel zu schnell, stelle ich gerade fest. 50? Warum kann man hier nur 50 fahren? Hallo? Ich könnte hier mit 100 brettern. 50? Bin ich hier jetzt schon in Köln City angekommen oder was? Naja. Aber ich muss echt sagen, ich weiß, das klingt jetzt echt doof, aber ich finde es wahnsinnig entspannt. Ich kann hier so durch die Gegend tuckern mit meinem Brummi. Oh, ich kann 80 fahren. Jetzt geht's aber ab. Quasi mit Lichtgeschwindigkeit nähere ich mich meinem Ziel. Es sind auch nur noch 13 Minuten. Nur 6 Kilometer. Ach du Scheiße. Köln, ich bin schon da. Und jetzt 50 km/h. Klar, von 80 runter auf 50. Erster Aufenthalt in Köln. Hallo. Eigentlich stimmt es ja nicht. Ich war schon mal in Köln. Ich glaube sogar zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Aber einmal auf jeden Fall Karneval. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war verkleidet als Joker. Und ich muss sagen, ich und meine Freunde, wir hatten damals so viel Milch getrunken, dass wir um 14 Uhr war uns schon ganz komisch wegen der ganzen Milch. Und das ging dann noch eine Weile. Ich habe an dem Tag habe ich förmlich zweimal ganz viel Milch getrunken. Also nachmittags schon einmal und dann abends nochmal. Das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Ich hatte ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass man so viel Milch trinken kann. An nur einem Tag. Aber es war wirklich gut. Zwischendrin hatten wir alle so einen kleinen Hänger und ich glaube, wir hatten überlegt, ob wir vielleicht irgendwie was anderes tun sollten, außer noch mehr Milch trinken. Aber wir haben uns dann so eine Stunde irgendwie zusammengerissen und dann sind wir in uns gegangen. Ich glaube, niemand hat sich was durch den Kopf gehen lassen, sondern wir sind dann einfach nochmal zurück zu der Location, wo es, also zu der Milchausschankstelle. Ich glaube, ich bin irgendwo hängen geblieben. Also ich meine jetzt hier im Spiel. Hey, wehe. Hey, was soll denn das? Ich wollte doch darüber. Du Arsch.
So, und auf jeden Fall war es eben so, dass ich, ja, ich fand es sehr interessant. Also Köln wird für mich immer in Erinnerung bleiben als ein Ort, wo Milch und Honig fließt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich glaube, ich bin am Ziel meiner Reise. Ich muss jetzt hier rein. So, folgende Taste drücken, um Anlieferung abzustimmen. Und jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher. Fahre zum Verladebereich. Das ist scheinbar jetzt. Jetzt. So, und T. Und eigentlich war es das, oder? Ja, ich habe es geschafft. 238 Kilometer gefahren. 253 Erfahrungspunkte gesammelt. Und jawohl, Alter, ich bin im Level 1 jetzt. Ich bin Neuling. Geil. Ja, cool. Ja, es wird doch langsam. Jetzt gucken wir mal. Was jetzt passiert? Was kriege ich als Belohnung? Aha. Unverteilte Fähigkeitspunkte. Ah, ich verstehe. Jetzt kann ich hier quasi neue Fähigkeiten erlernen. Ja, ich mache irgendwas. Also, sowas wie zerbrechliche Fracht, das brauche ich gar nicht anfangen. Ihr habt die erste Episode gesehen. Nee. Hochwertig. Fernfahrten. Es würde ein bisschen mehr Geld bringen, sehe ich hier. Das könnte mir helfen. Ich glaube, ich probiere das mal. Anwenden. So, cool. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne mache ich an der Stelle einen Cut. Und bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Erinnert euch bitte nochmal ganz kurz an die Kommentarfunktion und an die Likes. Und ich würde mich freuen, wie Bolle, ehrlich. Und in der nächsten Episode machen wir bestimmt irgendwas ganz Tolles. Und wir reden wieder über zeitgenössisches, politisches und vielleicht machen wir auch ein bisschen Literatur. Also ich glaube nicht, aber vielleicht. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Captain Bam. Ciao. I'm going to go to the next one.